Liebe Wienerinnen und Wiener in den Straßenbahnen, tut uns leid, dass wir euch heute ein bisschen aufgehalten haben mit unserer Demonstration für die Freilassung von Julian Assange. Für ihn geht es heute um alles. Auslieferung in die USA könnte 175 Jahre Gefängnis bedeuten. Dabei hat der Mann nichts getan, als Kriegsverbrechen bekannt zu machen. Wir demonstrieren heute in hunderten Städten auf der ganzen Welt, während die Richter über seine Zukunft entscheiden und senden die Botschaft nach London, lasst den Mann frei. Freiheit für Julian Assange. Deswegen sind wir heute hier auf der Straße und bitten um Verzeihung, dass wir euch einige Minuten eurer Zeit gekostet haben für dieses Anliegen, das aus unserer Sicht nicht nur für den einen Mann wichtig ist, sondern für die Pressefreiheit auf der gesamten Welt. Denn wenn Julian Assange im Gefängnis verschimmelt, lernt jeder Journalist weltweit, dass es sich besser lohnt zu schweigen, wenn Missstände herrschen. Und das soll nicht sein. Wir bitten um Verzeihung, dass wir euch ein paar Minuten gekostet haben heute, liebe Wienerinnen und Wiener in den Straßenbahnen, tut uns furchtbar leid. Wir möchten eure Aufmerksamkeit darauf lenken. Für Julian Assange steht ein 175 Jahre Gefängnis. Ja, grüße euch alle recht herzlich. Es ist doch eine ganz ansehnliche Menschenmenge hier zusammengekommen. Und es ist nicht wichtig, wie viele es sind, aber es ist wichtig, dass wir hier sind. Und es ist wichtig, dass es auch aus Österreich ein Zeichen gibt, wir sind nicht einverstanden, dass ein Mensch für die Wahrheit eingesperrt wird. Es ist in letzter Zeit sehr, sehr viel über Sicherheit die Rede. Ja? Es ist über Sicherheit die Rede, dann kommt für mich immer zu oft dann sofort das Wort Panzer, Waffen, irgendwas. Ich denke, die größte Sicherheit ist eine funktionierende Demokratie und das Gefühl, dass niemand ausgeschlossen wird und dass vor allem niemand eingesperrt wird, grundlos. Ich habe vor vielen Jahren immer wieder im Parlament, da gab es schon damals immer wieder Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen mit einer besonderen Gerichtsklausel, mit einer Schiedsgerichtsklausel. Und ich habe damals immer als einzige Abgeordnete dagegen gestimmt, auch als einzige Grüne. Einen freien und fairen, auf den Menschenrechten basierenden Handel schützt man nicht mit Abkommen, mit Papier,
sondern die schützt man dadurch, dass man die Menschenrechte wirklich achtet. So ist es. Menschen stürmen keine Fabriken, Menschen tendieren nicht zu Verzweiflungshandlungen, wenn sie wissen, dass sie im Großen und Ganzen frei und ungestört leben können und dass ihre Grundbedürfnisse gesichert sind. Nur darum geht es, nicht um irgendwelche Abkommen zwischen Mächtigen. Das ist zu fragil. Der Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet weltweit: Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Wow. Nichts anderes hat Julian Assange getan. Ja, mehr noch, er hat die Wahrheit über Verbrechen in die Öffentlichkeit gebracht. Und dafür trachtet man ihn nach dem Leben. Das ist de facto ein Todesurteil, was man möglicherweise sprechen könnte. Und zu dieser Meinungsfreiheit gehört als zentrales Element die Pressefreiheit, auch die Religionsfreiheit und die künstlerische Freiheit. Menschen müssen sich artikulieren können, wie sie wollen. Menschen müssen im Rahmen der Gesetze natürlich, Menschen müssen ihre Religion ausüben können, Menschen müssen so leben können, wie sie es als wahrhaftig empfinden. Dass das mittlerweile für viele nicht mehr der Fall ist, dass es eine ganze Reihe von politisch motivierten Morden an Journalisten gab, ich sage jetzt nur eine ganz kleine Auswahl, und es sind hier einige, die wissen, dass es sehr viel mehr sind. Anna Politkovskaya, Daphne Caruana Galizia. Genau vor 6 Jahren, am 21. Februar 2018, Jan Kuciak und seine Verlobte. Und ganz kürzlich, 2023, Javier Valdez in Mexiko, der gegen die Drogenkartelle angeschrieben hat. Sie haben ihr Leben verloren, weil sie nicht geschwiegen haben, weil sie die Wahrheit gesagt haben. Und es ist das Mindeste, was wir machen können, dass wir sagen, wir protestieren dagegen. Wir fordern die Mächtigen auf, tut etwas dagegen, dass Journalisten jeden Tag ihr Leben für uns riskieren. Es gibt verschiedene Bereiche, die ganz wichtig sind für eine funktionierende Demokratie. Wenn die Gesetzgebung, die Vollziehung und die Gerichtsbarkeit funktionieren sollen, dann braucht es immer jemanden, der drauf schaut, der veröffentlicht, wenn dort was schief läuft. Wenn der Verdacht besteht, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Das sind einerseits die Whistleblower, die aus einem Unternehmen, aus einem Gebilde heraus melden, hier stimmt was nicht. Das sind die Oppositionspolitikerinnen und Politiker, die ein Korrektiv sind gegenüber der Regierungspolitik. Und das sind aber vor allem die Journalistinnen und die Journalisten. Und wenn Julian Assange ausgeliefert werden sollte, dann, und wenn alle Regierungen hier nicht mehr funktionieren, wenn Sicherheitskonferenzen und Weltwirtschaftskonferenzen und Foren über alles Mögliche reden, aber nicht über das, was sie angeblich vertreten, nämlich die europäischen Werte. Was sind das für Werte, wenn ein Mensch seit Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt? Wenn diese Werte Realität sein sollen, wenn sie gelten sollen, dann muss Julian Assange jetzt freikommen. Und das fordern wir hier. Und ich frage mich, wo sind unsere Regierungsmitglieder? Warum tun sie nichts für die Freiheit von Assange? Meine Lieblingssätze, einerseits von Hannah Arendt: Niemand hat das Recht zu gehorchen. Wir haben nicht das Recht zu gehorchen. Ich habe nicht das Recht zu gehorchen, wenn anderen Menschen Unrecht geschieht.
dann müssen wir uns wehren. Das war auch Johanna Donald, die gesagt hat, das ist auch ein Satz, den ich sehr liebe, aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen. Daher werden wir nicht leise treten, wir werden laut sein und wir werden uns sehr viel einfallen lassen, damit Julian Assange sicher freikommt.